Schwer bewaffnete Polizisten sind ein eher ungewohnter Anblick an den Traumstränden von Rio de Janeiro. Nur wenige Meter entfernt findet in einem Luxushotel der brasilianischen Metropole eine brisante Auktion statt. Es geht um die Rechte, gigantische Ölreserven vor der Küste von Rio auszubeuten. Wir Ölarbeiter streiken im ganzen Land gegen die Versteigerung der Förderrechte. Es ist die größte Auktion von Ölförderrechten in Brasiliens Geschichte. Es geht um rund 12 Milliarden Barrel Öl. Die Förderrechte am Libra-Feld im Atlantik gehen für 35 Jahre an ein Konsortium, das vom staatlichen brasilianischen Ölriesen Petrobras angeführt wird. Auch die europäischen Konzerne Shell und Total sowie zwei chinesische Firmen sind mit im Boot. Kein anderer Wettbewerber war bereit, die geforderten mehr als 41% des Öls an den Staat abzuführen. In Rio gehen Demonstranten gegen den Ausverkauf des Erdöls auf die Straße. Es kommt zu Straßenschlachten mit der Polizei. Öl ist einer unserer wichtigsten Reichtümer und es muss in der Hand des brasilianischen Volkes bleiben. Unser Öl kann nicht privatisiert und an ausländische Konzerne verkauft werden, weil wir diese Ressourcen für unsere eigene Entwicklung brauchen. Wir sind gegen diese Auktion, bei der unser nationaler Wohlstand verschleudert wird. Kritiker befürchten zudem große Risiken für die Umwelt und die Traumstrände von Rio. Der Staat will die Öleinnahmen in ein besseres Gesundheits- und Bildungssystem stecken. Experten erwarten, dass das aufstrebende Schwellenland Brasilien mit dem Öl auch sein Wirtschaftswachstum weiter anfachen wird.